Hallo Dampferfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Reihe von A, also Dampferlexikon von A bis Z. Heute ist der Buchstabe B dran. Das heißt, das erste Mal wird B genannt. Und da drin habe ich als erstes sogenannte Backendampfen und nur die Phase. Warum nur die zwei? Das kann ich euch jetzt erklären, weil die Basis nämlich oder die Base in zwei verschiedenen Varianten gibt. Ja, und Backendampfen ist ja eigentlich schon bekannt. Aber fangen wir jetzt hier mit dem Backendampfen an. Also, die Gemüter unterscheiden etwas. Backendampfen ist eigentlich eine Art wie Affen. Aber wiederum sagen andere wiederum, nein, Backendampfen ist nicht wie Paffen. Also da streiten sich im Moment die Gemüter. Aber was ist Backendampfen? Denn das umgangssprachliche Backendampfen gibt es tatsächlich in unserer Dampferszene. Und zwar wird das so genannt einfach, dass du von dem Mund in die Lunge reinsetzt. Das heißt also, Backendampfen nennt man auch MTL im Englischen, das ist dann eigentlich Mund zu Lung, also Lunge, sage ich jetzt mal einfach, ja, also Mund zu Lunge, Mouth to Lung, ich weiß nicht genau, wie das rausgesprochen wird. Und das ist dann eben die Umgangssprache bei uns in Deutschland, Backendampfer. Man sagt auch, wie gesagt, es ist nicht Paffen, aber gleichzeitig wiederum Paffen. Also da streiten sich die Gemüter. Aber es ist eine Umgangssprache nur. Also normalerweise sagt man, bist du MTLer, dann heißt es Mund zu Lunge. Das heißt, ihr dampft den Mund, also erst den Dampf in den Mund und erst dann in die Lunge. Das machen, ich sage jetzt mal, es geht zum Beispiel, das ist so eine Sache zum Beispiel, wenn man Zigarellos raucht, kann man die auch direkt runter rauchen, aber es ist unheimlich, ich sage jetzt mal, drückend, das sollte man eigentlich nicht tun und wo man es eigentlich auch nicht machen sollte, deswegen nennt man das ja auch MTL, das ist, wenn man mit einer Pfeife, nicht jetzt die Wasserpfeife, sondern eine ganz normale Handpfeife benutzt. Ich habe früher selber Pfeife sogar geraucht, ich habe aber nicht in die Lunge gezogen, sondern tatsächlich nur in den Mund und habe wieder ausgestrahlt. Wenn man diesen Tabak, der ist ja unheimlich kräftig von diesen Pfeife, nämlich dann in den Mund und dann runterziehen würde oder direkt runterzieht, das ist die Hölle, das kann ich euch sagen. Ihr habt es vielleicht noch nicht ausprobiert, vielleicht gibt es darunter bei euch, die auch schon Pfeife geraucht haben. Wie gesagt, ich beziehe nicht auf die Wasserpfeife. Es geht hier um die ganz normale Handpfeife, wo Tabak reinkommt. Ich habe es mal tatsächlich versucht, mal vor längerer Zeit, das tatsächlich in die Lunge reinzutun. Ich habe dermaßen meine Lunge ja ausgebrochen, kann man sagen. Ja, das ist effektiv zu stark. Diese Tabak für diese Pfeifentabak kann man ja nicht vergleichen mit dem Tabak von den Zigaretten. So, also, Backendampfen wird umgangssprachlich bei uns auch MTL genannt und wie gesagt, es streiten sich die Gemüter, ist das nun jetzt Affen oder nicht? Affen, ja, gibt es, man pafft eigentlich ein Zigarello oder auch eine Zigarre pafft man ja, ne? Das weiß man ja, auch da legt man das in den Mund und dann eben herunter oder geschweige denn direkt wieder raus, also so wie ich es vorher erklärt habe. Also könnt ihr selbst entscheiden, wie wollt ihr das nennen, wollt ihr Mund zu Lunge nennen, also MTL oder wollt ihr tatsächlich Backendampfer nennen, das müsst ihr euch selbst entscheiden. Übrigens, bei MTL wird meistens aber auch die Coils ab 1 Ohm benutzt. Also alles, was da drunter ist, sollte man eigentlich nicht vom Mund zur Lunge gehen. Ne? Das ist ein bisschen schwach, finde ich, oder zu viel. Also lieber alles, was über 1 Ohm hat. Base. Ja,
Jetzt fragt ihr euch, warum nenne ich denn überhaupt Base als zweierlei Varianten? Ja, es gibt es wirklich so. Base gibt es als zwei Wörter bei uns. Im ersten gibt es die Base, deutsche Variante, und eben Base, so umgangssprachlich natürlich Base, im englischen Variante. Das heißt, also die Base wird mit zwei Wörtern benutzt. Eben nur, ob das jetzt Englisch oder Deutsch geschrieben ist. Im deutschen Bereich, das heißt, wenn wir als Deutsch jetzt Base oder Base nennen, meinen wir damit das Liquid. Also nicht die Liquid, sondern eben ne, die Flüssigkeit, die hier reingetan wird zu diesem Aroma. Nennen wir aber Base im englischen Bereich, dann meinen wir die Base von dem Verdampfer. Das heißt, das untere Stück hier bei diesem U-Force-Tank ist dann eben hier die Base. Das gibt es auch bei anderen Verdampfern, die, wie gesagt, unten abschraubbar ist. Und das ist die Base. Das ist, wie erwähnt, die englische Variante. Die Basis in der deutschen Variante gibt es auch, wie gesagt, ne? Man muss sich überlegen, was ist denn jetzt die Basis auf deutsche Variante? Das ist eben das Liquid, was wir hier reintun. In zum Beispiel haben wir gewisse ja, Prozente, die wir dort benutzen. Wie zum Beispiel, hallo, da haben wir jetzt ja, ihr seht das jetzt mal nicht, aber da kommt ein paar Hirschen hoch. Unser kleiner Kater hier. So, also nochmals, ich habe jetzt hier meinen Kater vorliegen, ihr seht das nicht, aber der liegt hier vor. Aber ich erkläre es euch trotzdem nochmal. Also, Basis in Deutsch gibt es eben, wie gesagt, schon erwähnt, dieses Liquid. Das Liquid gibt es in unterschiedlichen Varianten. Das ist einmal zuerst zum Beispiel, nämlich VG für vegetabliche Glycerin, das heißt also pflanzliches Glycerin, sowie auch natürlich die Propylenglykol, was eben auch als Geschmacksträger mit auch dient. Jetzt gibt es natürlich die Varianten, zum Beispiel eben 50-50 Base, meint ihr, dann ist da 50% VG drin, 50% PG. Und es gibt aber auch noch andere Varianten dazwischen, nämlich so gesagt destilliertes Wasser, das ist das H2O, aber eben wie gesagt 20. Ne? Das destillierte Wasser kann man auch dabei tun. Wenn ihr zum Beispiel also mehr Clouds haben wollt, mehr Dampfvariante haben wollt, dann müsst ihr hier tatsächlich 30-70 machen. Das bedeutet 30 PG und eben 70 VG, um eigentlich mehr für den Subohmbereich dampfen zu lassen. Das ist eigentlich besser. Es gibt aber auch Varianten, da seht ihr das zum Beispiel, das sind zum Beispiel 33-55-12. Ja. Also. Und da ist jetzt es so drin, dass da 33 PG drin ist, 55 VG und 20% von dem Wasser mit bei ist. Es gibt aber auch Varianten, zum Beispiel, dass gewisse Leute vielleicht ein bisschen allergisch reagieren auf PG. Ja, gibt es. Dann gibt es auch 100%igen VG, wo dann eben speziell nur vegetables Glycerin drin ist, um dies einfach nur den Gehalt ein bisschen zu setzen. Aber man kann dann aber auch zudem, damit es auch flüssig bleibt, damit der Verdampfer das auch gut verarbeitet, sollte man dann zum Beispiel 20% oder so destilliertes Wasser mit reintun. Das gibt es zum Beispiel die Variante 60-20. Also ist zum Beispiel so. Aber gleichzeitig könnt ihr auch Ethanol benutzen. Ihr könnt auch gleichzeitig Ethanol benutzen. Ethanol verringert, also was heißt verringert, sondern verflüssigt noch ein bisschen dieses VG und
tut auch gleichzeitig als Geschmacksträger ziemlich gut rein. Das heißt, es wird intensiver, wenn ihr auch Ethanol ein bisschen einsetzt. Umso intensiver schmeckt dann auch das Aroma. Also das ist die Variante. Ich hoffe, ihr hattet jetzt einen schönen Eindruck, obwohl ihr auch jetzt die Katze in dem nicht gesehen habt. Also Minky, unser Kater, der ist hier rum am Laufen gewesen. Habt ihr ganz kurz vielleicht die Ohren gesehen. Und ich hoffe aber, ihr habt jetzt trotzdem noch alles gehört. Und wäre froh, wenn ihr dann natürlich beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, gut Dampf, bis zum nächsten Video. Tschüss.